klar zum Entern. Kampf gegen den Waffenschmuggel will gelernt sein. Boarding auf hoher See. Die UNIFIL-Mission im östlichen Mittelmeer. Kontrolle von Schiffen und Booten. Der Kampf gegen den Waffenschmuggel in den Libanon. Boarding, ein Verfahren für Ausnahmesituationen. Doch auch die müssen trainiert werden. Rückblende. Am frühen Morgen werden 10 Mann der Besatzung des Tender Rhein als Rollenspieler in die Boarding-Übung eingewiesen. Wir sind ein ziviler Händler, wir fahren nach Beirut. Nicht schreien, nicht schlagen, einfach das tun, was verlangt wird. Sie dürfen eine Fantasiesprache sprechen oder gebrochenes Englisch, was Sie möchten. Seien Sie ganz normal, ganz natürlich. Sie müssen nicht alles verstehen, was Ihnen gesagt wird. Damit müssen die Leute auch umgehen können. Wie gesagt, nachher für die Übung sind Sie alle in Zivil. Der Sinn der Übung ist folgender. Die Boarding-Teams sollen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, ihre Abläufe trainieren. Hier geht es nicht darum, irgendwelche Aggressionen zu bewältigen, sondern eben einfach nur Standardabläufe. Räume durchsuchen, Besatzung sicherstellen, Überprüfung der Schiffspapiere. Darum geht es. Und dann geht's los. Ein Hubschrauber schwebt über dem Tender. In ihm ein italienisches Sicherungsteam. Die Soldaten lassen sich im Fast-Warping-Verfahren auf das Helodeck abseilen. Nachdem das Helodeck gesichert ist, arbeiten sich die italienischen Soldaten durch das Schiff. Sie sichern die Decks für das libanesische Team ab. Das landet in einem Boot an. Sofort werden die Libanesen in die Lage integriert. Sie folgen ihren italienischen Kameraden und durchsuchen das Schiff. Das Standardverfahren sieht vor, dass die gesamte Schiffsbesatzung, in unserem Fall also die Rollenspieler, an einem zentralen Ort gesammelt und überprüft werden. Hier wird schnell klar, dass die libanesischen Soldaten die Übung ernst nehmen. Auch die Personenkontrollen werden von dem libanesischen Boarding-Team gewissenhaft durchgeführt. What's your name? Horst. Your first name? Your name? Horst. Horst, yeah, I know. Nachdem auch dies geklärt ist, geht es für das libanesische Boarding-Team ins Schiffsinnere, genauer gesagt auf die Brücke. Hier sollen die libanesischen Soldaten die Schiffspapiere überprüfen. Die deutschen Rollenspieler machen es ihnen dabei nicht gerade leicht. Gemäß den Vorgaben verhalten sich die Rollenspieler aber kooperativ und auch die geforderten Papiere sind natürlich in Ordnung. Erst kurz vor Weihnachten geht's wieder zurück nach Deutschland. Solange wird weiter ausgebildet vor der Küste des Libanon.